So sah es oft aus heute in Cottbus. Permanent gab's Rauchbomben aus dem Hertha-Block. Dem Fehlverhalten der Berliner Fans folgte eine Fehlentscheidung. Labaks Stolpereinlage wurde mit einem Freistoß belohnt. Die Berliner wussten, dass ein Spezialist ans Werk gehen würde. Und dennoch, Vasile Miriuza glückte das 1:0. 18 Minuten gespielt, 10. Saisontor von Miriuza. Hertha-Coach Jürgen Röber bekam nur wenig von seinem Team zu sehen, umso mehr aber vom Cottbuser Spielmacher. Vasile Miriuza. Mit viel Platz und viel Effet bereitete er das 2:0 kurz vor der Pause vor. Franklin traf für den Aufsteiger. Energiecoach Eduard Geier sah im zweiten Durchgang noch den dritten und entscheidenden Auftritt von Miriuza. Seine Vorlage wurde diesmal vom eingewechselten Sebastian Helbig verwertet. 3:0 nach 71 Minuten. Aufsteiger Cottbus führte Titelkandidat Hertha im eigenen Stadion vor. Die meisten der 20.000 feierten am Ende vor allem Spielmacher Miriuza. Er sorgte dafür, dass Cottbus die Abstiegsränge verlassen konnte.